Der Wochenspruch für die erste Woche im Advent lautet: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ich möchte Sie alle recht herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst. Erste Woche im Advent, Kinder, wie die Zeit vergeht und noch immer Sommerwetter beinahe, nicht? Menschenskinder, haben wir eine gute Zeit jetzt. So, ich freue mich und ich sehe, dass der ein und andere, der sonst vielleicht nicht mehr Auto fahren würde, jetzt doch noch fährt und das ist ganz schön. Nun denke ich, weil die Weihnachtszeit jetzt eigentlich beginnt, wäre es gut, wir würden uns einmal umdrehen und uns alles Gute wünschen, guten Tag sagen und begrüßt euch jetzt erst einmal. Ich gebe euch 5 Minuten. Und nun möchte ich Folgendes noch bekannt sagen. Ihr habt schon gesehen, dass die Gemeindebriefe fertig sind. Na, und denkt jetzt mal noch drüber nach, für wen ihr vielleicht noch mitnehmen könnt. Ihr wisst, wir haben Poststreik, nicht? Und ehe die nun wieder in Gang kommen, die sollen ja wohl wieder in Gang kommen, das kann lange Zeit nehmen. So, wenn ihr noch jemanden wisst irgendwo, dann fragt beim Rausgehen nochmal, ich würde noch gerne den oder jenen Brief mitnehmen. Und dann bringt ihn da zum Haus und gebt ihn ab. Das wäre ganz gut, sowieso mal vorbeizuschauen, nicht? So, helft uns mal damit, denn wir wissen sonst nicht, wie wir die Briefe überall hinbekommen zur rechten Zeit. Heute nach dem Gottesdienst ist Kaffeestunde. So, bleibt da und lasst euch bewirten und habt eine gute Zeit miteinander, unterhaltet euch etwas. Erzählt das Neueste aus den Familien und wie es euch geht. So, wir möchten herzlich denen danken, die heute die Gastgeber sind und die Sachen gebracht haben und uns auch bei Tisch bewirten werden. Es sind jetzt auch die Kalender da fürs nächste Jahr. Die Wandkalender mit den Bildern dran. So, bedient euch bitte, nehmt euch eins mit und gibt auch noch einen Tune-in wieder. Heute am Ausgang bekommt ihr noch eine Zeitung über die lutherischen Kirchen in Edmonton. Diese Woche in der Johannesgemeinde am Dienstag, wie üblich, Vorschule und Mütterkreis am Morgen, Chorprobe am Abend. Am Mittwochabend ist Gemeindekirchenratssitzung. Und gleich anschließend um 8 Uhr haben wir eine Weihnachtsfeier, und zwar für alle Kirchenältesten und ihre Eheleute, alle Freiwilligenhelfer und ihre Ehegefährten und Sonntagsschullehrer und so weiter. All die werden einen Anruf bekommen haben oder noch bekommen. Und dann ist die Woche darauf, also nicht diese Woche, sondern die Woche darauf ist dann eine Weihnachtsfeier, wo die ganze Gemeinde eingeladen ist und das wird von der Frauenhilfe, der Ladies Aid, ausgerichtet. Das werdet ihr nächsten Sonntag dann im Bulletin finden. Am Donnerstag ist dann auch wieder Preschool und abends Konfirmandenstunde. Am nächsten Sonntag haben wir im deutschen Gottesdienst Heiliges Abendmahl und wir haben in beiden Gottesdiensten außerdem eine Solistin singen nächsten Sonntag. So, all die anderen Bekanntgaben könnt ihr dem Bulletin entnehmen. Nun wollen wir den Gottesdienst beginnen mit dem ersten Lied. Nummer 6, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Thank you.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe erwarten wir von dem Herrn. Weil wir hier versammelt sind, um miteinander Gottes Wort zu hören und ihn in Gebet und Loblied anzurufen, so lasst uns zuvor gedenken unserer Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und schenke, dass wir mit getrostem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und dich preisen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht Gott der Herr. Amen. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. So mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehren.
Lasst uns beten. Versammle deine Kräfte, o Herr Jesus, und komm. Wie du gesagt hast, lass es Advent werden, dass du bei uns seiest alle Tage, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die erste Lesung, Jeremia, Kapitel 33, Verse 14 bis 16. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, das ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen, der Herr unsere Gerechtigkeit. Die Epistel, 1. Thessaloniker, Kapitel 3, Verse 9 bis 13. Denn wir können wir unentwegen Gott genug danken für alle die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott. Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jeder Mann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Halleluja. Das Evangelium für den heutigen Sonntag finden wir aufgeschrieben im Evangelium des Lukas im 21. Kapitel vom 25. Vers an. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen, denn das Meer und die Wasserwogen werden brausen, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die da kommen sollen über die ganze Erde.
Denn auch der Himmelkräfte werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, des Menschen Sohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Und er sagt ihnen ein Gleichnis. Seht an den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht's, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr dies alles seht angehen, so wisset, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Menschengeschlecht wird nicht vergehen, bis dass es alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehe nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und Sorgen der Nahrung und dieser Tag schnell über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird unversehens hereinbrechen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr stark werden möget zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Dies ist das Evangelium des Herrn. Lob sei dir, o Christ. Lasst uns nun Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte euch, Platz zu nehmen und wir singen nun das Lied 142. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Predigttext für den heutigen Sonntag ist die Epistel aus dem 1. Thessalonicher Brief. Ich möchte noch einmal das Ende vom 3. Kapitel lesen. Denn was für einen Dank können wir Gott vergelten, euretalben, für all diese Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott. Wir bitten Tag und Nacht gar sehr, dass wir sehen mögen euer Angesicht und zurechtbringen, was etwa eurem Glauben mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer völliger werden in der Liebe untereinander und gegen jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Und dass eure Herzen gestärkt werden und unsträflich seien in der Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn nun unser Herr Jesus Christus kommt, samt allen seinen Heiligen. Herr Gott, himmlischer Vater, die ganze Welt geht ja dem Ziel entgegen. Und jedes einzelne menschliche Leben geht dem Ziel entgegen. Und am Ziel stehst du. Und zu deiner Rechten, unser Heiland und Retter Jesus Christus. Herr, lass uns dann heilige Wege heute gehen,
und unsträfliches Leben führen, dass wir vor dir freudig stehen und dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, jetzt muss ich doch noch einmal so ein bisschen zurückblenden. Die letzten beiden Sonntage haben wir eine Botschaft von Daniel gehört, dem großen Propheten, der so tolle Gesichte gehabt hat über die Welt und den Zustand der Welt. Und wir hatten gehört, wie er sah die Welt wie ein Meer, eine bewegte, unruhige See, wo die Winde von allen vier Ecken blasen und unvorhersehbar die Wellen sich hochtürmen. Und der Prophet sah, wie aus diesem Völkermeer tierähnliche Gestalten emporsteigen und drohend ihre Mähnen erheben. Und wir hatten gesagt, so ist wohl das Leben der Völkerwelt, dass aus der unruhigen See, in der wir leben, sich hier und da bedrohliche Zustände und Gestalten erheben. Wir alle haben die Periode erlebt eines Weltkommunismus. Wir erleben heute weltweit eine 10%ige Arbeitslosigkeit. Wir erleben eine bedrohende Globalisierung. Wir sehen so viele Dinge passieren, wo die Menschen nur noch Konsumer sind und nicht mehr produzieren. Und auch im privaten Leben sehen wir dieses Auf und Ab und wie Menschen leben, wie sagen die Deutschen hier immer so schön, abgemesst werden, nicht? Durcheinander gebracht. Und in der Tat, es scheint einem oft, dass das ganze Leben eine richtige Mess ist. Und dann hat der Prophet über diesem bewegten Meer, das so bedrohlich uns umgibt und auf dem wir wie so eine Nussschale mitschwimmen, hat er gesehen, in aller Herrlichkeit den Thron des Höchsten errichtet. Brüder, über dem Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen, wie Schiller gesagt hat. Aber nun ist das nicht alles. Schiller ist ja kein christlicher Prediger gewesen. Es ist nicht damit getan, dass wir wissen, es sitzt noch ein alter Gott im Regimente, wenn uns das Wasser doch oft zum Halse steht. Wir betreten jetzt die Weihnachtszeit. Und was wir zu Weihnachten zu lernen haben, dass Christus zu unserer Mess gekommen ist. Und da gibt's eine Gleichung. Unsere Mess plus Christus gleich Christmas. Weihnachten. Weihnachten ist, dass der Herr in unsere Welt hineingeboren ist und ist selbst aufs Meer hinausgegangen. Und hat hier und da den Sturm gestillt, um uns anzuzeigen, was er für uns tun wird. Ich muss das jetzt noch ganz deutlich machen. Wisst ihr, wir sind ja alle auf einer Lebensreise, nicht wahr? 6 Milliarden Menschen reisen jetzt auf dieser Welt in dieser Stunde gemeinsam, Alte und Junge. Und wir alle wissen gar nicht recht, wohin die Reise geht. Und wir wissen schon gar nichts auf die Frage zu antworten, warum? Warum bin ich hier? Und warum geschieht dies oder das zu mir? Ja, wir alle reisen wie in einem Tunnel. Der Tunnel ist dunkel. Hier und da sind kleine glänzende Lichter. Vielleicht, wenn Menschen Liebe miteinander teilen, wenn sie singen, wenn sie träumen. Aber wir sind doch wie in einem Tunnel und wenn der Mensch alt wird, dann wird es immer dunkler, bis hin zum leiblichen Augenlicht, das schließlich bricht. Aber in dieser großen Schar von 6 Milliarden Menschen, mit denen wir alle auf dem Wege sind,
sind hier und da verstreut Gläubige. Die Bibel nennt sie die Heiligen Gottes. Die reisen mit, manchmal in Gruppen von wenigen Leuten, eine Familie, eine kleine Gemeinde, eine größere Gemeinde, aber im ganzen Bild sind es wenige, die aber verstreut sind und mitreisen in dem dunklen Tunnel. Der Unterschied ist nur, dass die Gläubigen und Heiligen Gottes wissen oder wissen sollten, dass am Ende des Tunnels ein Ausgang ist. Ein Ausgang und ein Eingang hinüber, dass dort Licht am Ende des Tunnels ist. Ja, dass dieses Licht am Ende des Tunnels bereits auf uns zukommt. Der Herr kommt. Und wir sind unterwegs, ihm zu begegnen. Und darüber darf man gar keine Frage aufkommen lassen. Das muss einem am Christentum klar werden, dass wir einem Ziel entgegengehen. Ich habe das neulich versucht, einer alten Dame zu erklären, die schon ganz hinüber war. So jemand, der nur noch im Wheelchair sitzt und angebunden ist und meistens schläft. Und ich habe sie aufgeweckt und ihr das erzählt. Da ging ein Leuchten über ihr Gesicht. Da hat sie gesagt, Herr Pastor, das hat mir ja noch nie jemand gesagt, dass am Ende etwas Schönes sein soll. Heute betreten wir die Adventszeit. Und die Adventszeit ist wohl dazu da, dass wir uns auf das hohe heilige Fest vorbereiten. Dass wir uns vorbereiten auf Christus. Es ist eine Freudenszeit. Paulus schreibt von der Freude in seinem Brief an die Thessalonicher, von all der Freude, die wir an euch haben. Und ihr habt sicherlich auch Menschen, an denen ihr Freude habt. Und wenn man manchmal denkt, das Leben ist nur so ein Drag, nicht? Dann denkt mal daran, wie viel Freude wir aneinander haben können. Und nun möchten wir ja auch wirklich bei der Weihnachtsfreude dabei sein und wollen uns nicht nur so betäuben und so verkriechen und hoffen, dass es bald dann auch wieder vorbei ist. Ich möchte das auf drei Weisen klar machen, wie wir wirklich dabei sein können, von Angesicht zu Angesicht und richtig dran an der Freude. Zunächst einmal sehen wir es an Menschen, die sich lieben. Und dann müssen wir sehen, wie wir Weihnachten direkt erleben. Nicht nur the wrappings, das Einwickelpapier und all die Glitzer, sondern Weihnachten ganz direkt. Und das Dritte, wie wir wohl aufschauen mögen, wenn Christus kommt. Zum ersten Menschen, die sich lieben. Wir haben gestern Abend in unserer Familie einen Film gesehen. Und manche von euch kennen den vielleicht, Dr. Zhivago, oder habt auch das Buch gelesen. Ein Film, der so richtig aus dem Leben ist. Aus einer schrecklichen Zeit. Die Revolution der Bolschewiki in Russland. Das Ende des Ersten Weltkrieges. Und die Märsche der zerlumpten Soldaten, die aus dem Dreck steigen, aus den Gräben. Man hat gesehen, ganze Dörfer zerstört, da war aber auch nicht ein Dach, unter dem man noch hätte Zuflucht sehen müssen, finden können. Und dann die russische Steppe und die sibirische Weite und der eisige Winter. Und man sah Menschen durch die Schneelandschaft stapfen und hinfallen. Eine Frau gab noch schnell ihr Kind in den Zug und wie sie es anschauen, das Kind war schon tot. Eine furchtbare Mess, durch die die Menschen da in Osteuropa gegangen sind. Aber nun in diesem Film Dr. Zhivago, durch das ganze 3 Stunden, 2 Filme waren es, 3 Stunden lang, zieht sich eine Liebesgeschichte hindurch, mehrere Liebesgeschichten.
Und selbst diese Liebesgeschichten sind ziemlich messy. Der Dr. Chivago ist schließlich verheiratet zu einer wunderbaren Frau, die ihm 2 Kinder gebiert. Und dann verliebt er sich in eine andere. Und man sieht noch eine Ehe, die dann auseinandergeht, weil der so ein Revolutionär wird. Und es ist eine ziemliche Mess, aber überall, immer wieder kommt diese Liebe. Und was man da sehen kann, es ist, Menschen, die sich lieb haben, die wollen sich auch sehen. Die wollen auch zusammenkommen, die wollen sich Angesicht zu Angesicht schauen. Die möchten sich versenken in die Augen des anderen wie in ein tiefes Meer. Unergründlich, geheimnisvoll in seiner Herrlichkeit. Und diese Menschen tun alles, dahin zu kommen. Und wenn sie auch getrennt sind von Wladiwostok bis nach Moskau, all diese lange Strecke der transsibirischen Eisenbahn, eines Tages müssen sie auf den Zug springen und dorthin kommen, dass sie sich wieder in den Armen legen und sich haben und sich vergewissern und sich einfach anschauen. Und dann geht ein Leuchten auf in diesen Gesichtern. Und nun Weihnachten, Weihnachten ganz direkt. Weihnachten ist ja auch dies, dass liebe Menschen zusammenkommen. Wir erwarten zum Beispiel unseren Sohn von Montreal nicht und wir wollen ihn endlich mal wieder sehen und ihn endlich mal wieder lachen hören und endlich mal wieder ihm einen Knuff geben, nicht? Unser Ältester, und so geht's euch auch, ein Homecoming wird geplant und alle möchten sie mal zur Mutter zum Weihnachtsdinner kommen oder sonst zur Kaffeestunde oder was. Wir wollen die Lieben zu Weihnachten sehen. Und das ist sicherlich ein Aspekt von Weihnachten. Aber nun ist Weihnachten ja viel, viel mehr. Es ist ja eben dies, dass Christus auf unseren Zug gesprungen ist. Um die lange Reise zu machen, nicht von Wladiwostok nach Moskau nur, sondern von des Vaters ewigem Haus zu unseren armseligen Hütten. Und wie kann man den Herrn Christus nun sehen? Wie kann man da dicht rankommen? Wie kann man dies von Weihnachten haben, dass man ganz da ist? Ihn sehen, ihn verstehen, ihn erkennen. Und da, meine Brüder und Schwestern, ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen. Dass wir ganz einfach in unserem hektischen Alltag, der wohl nie so hektisch ist wie in dieser Zeit, dass wir da Raum und Zeit schaffen und dass wir zur Anbetung kommen. Keiner möchte durch diese Zeit gehen, der nicht zur Anbetung gekommen ist. Nehmt es euch vor, und wenn es Heiligabend oder wenn es am ersten Feiertag ist, sei es hier in der Kirche, sei es bei euch, dass ihr euch hinkniet oder dass ihr euch hinstellt, hinsetzt, hinlegt und im Herzen Gott anbetet, das heilige Geheimnis. In der Anbetung werdet ihr schon Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Denkt nicht, dass Jesus so etwas Nostalgisches ist, von der Ferne der Heiland, der einmal die Witwen und Waisen besucht hat und den Kindern über dem Kopf gestreichelt und zu dem Sterbenden gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute in dieser heiligen Zeit musst du dir selbst über den Kopf streicheln lassen. Heute musst du so dicht dran sein, schlag einfach die Weihnachtsgeschichte auf, lass einen in der Familie sie ganz vorlesen, Lukas 2. Kapitel. Lausch auf diese Worte oder Johannes am Anfang. Und nun drittens, Christus kommt. Seht, Gottes Thron bleibt nicht über den Wolken schweben. Gottes Welt ist nicht eine Fata Morgana oder eine Erfindung von irgendwelchen Priestern oder Bischöfen oder Jüngern, die gedacht haben,
Damit könnten wir den Menschen etwas Sonnenschein ins Leben bringen. Vor Gottes Thron steht einer, der hat ein Angesicht wie eines Menschensohn. Und dieser eine, Jesus Christus, hat unseren Tunnel längst betreten. Und wir sehen von der Ferne sein Licht auf uns zukommen. Und wir trösten uns seines Lichtes. Und wir nehmen dieses Licht als eine Richtung, auf die wir zuhalten. Wir leben nicht ins Ungewisse und wir leben nicht in die Nacht hinein. Wir singen jetzt Lieder vom hellen Morgenstern, der aufgedrungen ist. Er kommt, um uns seine Kinder heimzuholen und hinzubringen aus jenem beengenden Tunnel, in dem man Platzangst kriegen kann, hin zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes in des Vaters Welt. Er kommt. Nun haben wir 4 Wochen Zeit, um mit all unseren Vorbereitungen für das Fest fertig zu werden. Und Gott alleine weiß, wie viele Wochen wir jeder in seinem Leben noch übrig haben und wie viele Monate oder Jahre, um uns darauf vorzubereiten, dem Herrn entgegenzutreten, von Angesicht zu Angesicht. Paulus sagt, möchte doch Gott eure Herzen stärken, damit ihr ein Leben führen könnt, untadelig, damit dann, wenn ihr Jesus gegenübersteht, ihr euch nicht schämen müsst. Lasst uns nichts tun, worüber wir uns schämen oder entschuldigen müssten. Lasst uns aufblicken, denn unsere Erlösung naht und seid nicht zu stolz, eure Erlösung anzunehmen. Bittet Gott euch, nicht nur starke Knie und starke Hände zu geben, sondern ein starkes, getrostes Herz, dass da weiß, diese Reise geht ihrem Ziel entgegen und ihr Ziel ist die Herrlichkeit des Heilandes Jesus Christus. Und dann geht hin und tut Gutes. Übt Liebe. Die Welt ist eine Mess, aber Christenmenschen reisen durch diese Welt mit hier und da. Nun lasst es aufstrahlen in euren Gesichtern und in den Gesichtern derer, denen ihr begegnet. Lasst diese Gesichter scheinen, dass die Menschen in der Dunkelheit zur Freude kommen. Liebe üben an jedermann, zuallererst an des Glaubens Genossen. Liebe üben im Opfer geben, United Way, Kirchen, Salvation Army, wo auch immer. Ach, besuchen den einen und anderen, einfach hingehen. Man möchte doch von Angesicht zu Angesicht sehen. Man möchte hineinschauen in die lieben, jungen und alten Gesichter und Freude miteinander haben. Lasst uns diese Adventszeit nutzen. Der Herr kommt, wir gehen ihm entgegen. Gott schenke uns starke Herzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Berechnung und Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun singen wir das Lied Nummer 4. Es kommt ein Schiff geladen und wir nehmen das Opfer ein. Thank you.
Lasst uns beten. Lasset uns in Frieden den Herrn anrufen, dass der gnädige und barmherzige Gott durch seinen Geist unsere Herzen reinige und stärke, damit wir der Zukunft unseres Herrn mit Wachen und Beten entgegeneilen und ihn mit Freuden empfangen, wenn er Angesicht zu Angesicht vor uns stehen wird. Im Namen Jesu rufen wir, Herr, erbarme dich, dass er seine heilige christliche Kirche unter allen Völkern baue und beschütze, dass er dem Evangelium offene Türen gebe in aller Welt, dass er sein Wort, sein Volk zusammenführt, dass er uns allezeit treue Hirten und Lehrer gebe. Lasset uns den Herrn anrufen, Herr, erbarme dich, dass er unser Land segne und unsere Obrigkeit leite, damit wir regiert werden in Weisheit und Gerechtigkeit, dass er unser Volk zurückführe zu seinem Wort und Sakrament und alle Völker lenke auf den Weg seiner heiligen Gebote, dass Gott mit seiner Gnade walte über dieser Stadt und allen, die darin wohnen, und dass Gott unsere Arbeit segne. Lasset uns den Herrn anrufen, Herr, erbarme dich, dass er mit seinem Trost nahe sei den Elenden und Notleidenden, den Heimatlosen und Gefangenen, den Bekümmerten und Angefochtenen, den Geschwistern in der Zerstreuung, damit sie standhaft seien im Glauben, dass er die Gefährdeten bewahre, die Verirrten wiederbringe, die Kranken stärke und die Sterbenden selig heimbringe in sein Reich, dass er uns aus aller Gewalt, Gefahr und Not errette und uns, wenn unsere Stunde kommt, ein seliges Ende beschere. Lasset uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich, nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun aus Gottes Haus in euer Haus im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Und zum Schluss singen wir Nummer 7. Nun jauchzet all ihr Frommen.